Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Ich habe hier den Falk Tiger Geo im Test gehabt. So sieht er von außen aus. Seitlich sind dann noch die drei Knöpfe, welche sich aber leider nicht ganz so optimal bedienen lassen. Und unten habt ihr dann den SD und den USB-Slot. Der Rückseite sind die für die Halterung benötigten Vertiefungen schon drin. So sieht das Startmenü aus. Jetzt kommt ihr hier zurück auf die Karte. Und hier unten rechts drücken, dann kommt ihr in den Zoom-Modus. Wenn ihr oben auf diese Welle, dann zoomt ihr einmal sofort richtig raus oder kommt dann gleich wieder zurück. Und sonst könnt ihr natürlich mit Minus und Plus das verändern. Jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, auf der Karte hin und her zu wischen. Das geht sonst nicht, wenn der Zoom-Modus nicht aktiv ist. Hier seht ihr auch, werden die Geocaches von mir angezeigt und die ganzen anderen POIs. Jetzt kann man da einen anklicken und sich dann direkt zum POI aus dem Modus die Route berechnen lassen oder weitere Sachen machen. So, jetzt bin ich wieder zurück in der normalen Karte. Wenn man jetzt da oben drauf drückt, dann habt ihr drei Felder und die könnt ihr auch noch selber belegen mit verschiedenen Daten wie Geschwindigkeit, Steigung, aktuelle Höhe etc. Unten kommt ihr sofort ins Menü und jetzt seht ihr hier oben die Zieleingabe. Kann man jetzt besonders Sonderziele, also die POIs auswählen oder sonstige Adressen etc. eintragen. Hier kann man sich jetzt auch POIs direkt um den Standort suchen lassen. Oder sich die letzten Ziele anzeigen lassen. Im nächsten Bildschirm habt ihr hier noch Wegpunkte, Geocaches, Koordinaten und auch die Position auf der Karte. Das ist auch ganz praktisch. Da könnt ihr einfach direkt auf die Karte drücken und werdet dann dorthin navigiert, ohne irgendwelche Adressen einzutragen. Genau, jetzt habe ich hier das Ziel gesetzt. Jetzt kann man noch berechnen, ob man flach, bergig, kurz oder Luftlinie haben will. So, schon berechnet. Und jetzt kann es losgehen. Hier seht ihr jetzt nochmal das Höhenprofil von der Tour. Hier oben kann man sich dann mit den drei Pfeilen verschiedene Alternativrouten berechnen lassen. Seht ihr auch sofort gleichzeitig auf der Karte mit genauer Zeitangabe. Habt ihr euch einmal mehr Routen berechnen lassen, könnt ihr sie hier nicht mehr bearbeiten. Einfach dann nochmal eine Route neu berechnen. Jetzt ist das Stiftsymbol aktiv und hier kann man jetzt selber die Route nochmal neu berechnen lassen, beziehungsweise auch selber reindrücken und den Weg jetzt durch Track and Drop ziehen. Wenn ihr auf die Luftlinie drückt, dann seht ihr sozusagen einfach nur einen Pfeil zu dem Ziel, müsst euch den Weg dann selber suchen. Und bei kurz ist klar, der kürzeste Weg wird dann angezeigt. Ihr habt noch weitere Einstellungen. Ihr könnt euch die Routen immer neu berechnen oder könnt hier noch eintragen, ob ihr Fahrradwege nehmen wollt, Wanderwege, viele Abbiegehinweise, Fernen ausschließen, Tunnel verwenden. Und befestigte Wege vermeiden und so weiter. Das sind jetzt die Einstellungen vom Tiger Geo. Das erste ist hier die Navigation. Da kann man dann verschiedenste Routenoptionen auswählen. Ja, das, was ihr schon bei vorhin kurz gesehen habt. Dann hier die Länderkarten kann man auswählen. Geschwindigkeitsprofil, ganz nett, um die Zeit der Route richtig zu berechnen. So, dann sind unten noch die Profile. Da kannst du dann eingeben, was du mit welchem Fahrrad unterwegs bist. Dementsprechend werden die Routen angepasst. In der Praxis mit meinem Rennrad hat das nicht so wirklich geklappt. Ich war mehrmals auf Wanderwegen. Hier siehst du die Helligkeit. So circa 70 braucht man bei Sonnenlicht. 70, 80 und sonst kommt man so, glaube ich, so mit 30, 35 so aus bei normalem Licht.
Ja, dann habt ihr hier noch weitere Sachen wie ein Barometer kalibrieren oder was hier ganz praktisch ist, ist das mit dem Bildschirm, dass nach 15 Sekunden der sich immer ausschaltet, sonst ist der Akku noch schneller leer. Euer Zuhause könnt ihr konfigurieren, wo das ist. Hier kommt ihr jetzt in die Karteneinstellung, kann man auch einstellen, ob man 2D, 3D, ob man einen Autozoom haben will, ob die in Bewegungsrichtung oder in Richtung Norden sein soll, die Karte, Sonderziele etc. Im Aktivitätstagebuch findest du deine ganzen aufgezeichneten Routen. Jetzt nehme ich mir mal eine heraus. Und da sieht man hier nochmal ganz genau die Daten und wo man lang gefahren ist und kann sich auch noch das Höhenprofil anzeigen. Hier in den übertragenen Tracks, da sind die fertigen GPS-Tracks, die du dir vorher irgendwie im Internet runtergeladen hast oder am Computer erstellt hast. Die kann man dann nachfahren. Falk ist nur eins der wenigen Fahrradnavis, die auch Geocaching anbieten. Jetzt siehst du hier um deinen Standort die Caches, die du dir vorher runtergeladen hast. Es ist papierloses Caching möglich. Also man sieht die ganze Beschreibung und alles. Zur Navigation empfehle ich dir auf jeden Fall die Luftlinie. Alles andere ist sonst immer recht kompliziert. Er lässt sich dann im Anschluss auch noch als gefunden markieren. Und hier hast du ja gerade noch die genaue Beschreibung gesehen. Kompass ist natürlich auch mit dabei. Die aktive Route lässt sich auch nochmal neu berechnen, beziehungsweise man kann Zwischenziele einfügen. Insgesamt war die Routenoption sowieso sehr gut und das ist ein großer, großer Pluspunkt vom Falk Tiger. Jetzt gehe ich hier nochmal zu den übertragenen Tracks. Da sind jetzt alle gespeicherten Fahrradrouten aus dem Internet drauf. Ich habe mir jetzt mal eine Route hier ausgewählt. Sieht man auch mal Höhenmeter und die Länge. Auch eine Kartenansicht ist dabei. Und ihr könnt die Route auch verkehrt rumfahren, beziehungsweise euch jetzt nur auf die Strecke führen lassen oder direkt zum Start. Nach dem Berechnen geht es jetzt direkt los. Die Route ist fertig. 3 Stunden brauche ich bis zum Ziel. Kurz vor der Abbiegung kommt immer ein akustisches Signal, beziehungsweise das Display geht an. So, jetzt muss ich hier abbiegen. Durch das seitliche Wischen auf der Karte kommt ihr in die weiteren Optionen. Hier seht ihr nochmal eure Zeit von und den Luftdruck, die Distanz zum Ziel. Das finde ich super praktisch, das Höhenprofil inklusive den Abbiegehinweisen. Und ihr seid da wieder in der Karte und hier ist nochmal eine zweite Kachel zu den aktuellen Daten. Mein Fazit zum Tiger Geo von Falk. Die Routenplanung hat mir sehr gefallen, sehr detailliert. Auch dass Geocaching möglich ist, ist ein echter Pluspunkt. Die Nachteile waren die Bedienung der Seitentasten. Außerdem wird kein Brustgurt und auch kein Trittfrequenzsensor unterstützt. Vielen Dank fürs Reinschauen und noch mehr Tipps findest du direkt auf meinem Blogartikel oder abonniere hier einfach meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank und ciao!